Hallo, herzlich willkommen zum Live-Trading und Analyse-TV von JFD Brokers. Zunächst einmal der Risikohinweis: Meine Analysen stellen keine Anlageberatung dar. Ist auch keine Aufforderung zu irgendeinem Erwerb von jeglichen Finanzprodukten. So, kommen wir zum US-Index. Im Nasdaq lief ja, ein bevorzugtes Setup noch. Sollte bis an die 4.720 Marke heranlaufen und dann eben ein Kursrücksetzer bis 4.650, 53 bzw. eben hier 55 machen. Leider hat eben der Index nicht ganz die Marke erreicht. Das Kursziel wurde aber, also das Korrekturziel wurde erreicht, die Korrektur bzw. Verkaufs Level leider nicht. Das ist jetzt eben schade und man weiß noch nicht ganz genau, wie es jetzt weitergeht. Es könnte eben hier schon mit der Korrektur zu Ende sein oder es folgt noch eine weitere. Da aber diese Woche eben die Thanksgiving-Woche ist und der Handel stark verkürzt ist, Donnerstag ist eben kein US-Handel und Freitag nur einen halben Tag, werde ich jetzt hier kein präferiertes Szenario aktuell erstellen, sondern eher nur noch auf Kaufsetups gehen, also den unteren Bereich hier ist, wenn der angelaufen wird, könnte man hier eben neu einsteigen. Aber sowieso Short- oder Leerverkäufe sind zurzeit sehr risikoreich in dieser Woche. Schauen wir kurz das Tagesbild an. Hier hat der Index eben schloss eben knapp unter der alten Special-Marke und an der Gap-Unterkante noch hier. Also auch hier wäre dann bei 4.635 noch eine Unterstützung da wegen der Rainbow-Oberkante. Was noch gestern vorgestellt worden ist, ist hier das Setup im Dow Jones. Die Öffnung fand dann direkt oberhalb der Unterstützung an, zog dann bis 17.868 an, konnte dann dieses Kurslevel nicht halten und aktivierte hier kurz beziehungsweise ab 19:30, 20 Uhr das Verkaufslimit. So, hier sind wir jetzt eben eingestoppt worden. Im Prinzip natürlich sehr gefährlich in dieser Woche, aber was soll's? Das Setup stand so weit da. Und hier muss man jetzt eben aufpassen, dass der Verlust nicht zu groß wird und deswegen sollte eben hier spätestens die Reißleine gezogen werden. Das wird jetzt hier auch etwa nur ein 1 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis darstellen. Etwa 100 Punkte Risiko nach oben und der Gewinn wäre eben auch die 100 Punkte hier unten in dem unteren Bereich. Das wäre es erstmal für die US-Indizes.